Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Scar im ersten Teil schon einen Sohn gehabt hätte? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du den Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen zu verpassen. Und wie auch schon in den letzten Videos, kann ich euch leider noch nicht sagen, wann My Pride Folge 4 auf Deutsch kommen wird. Sobald ich jedoch ein genaues Datum weiß, erfährt es natürlich sofort. So, starten wir los mit dem heutigen Video. Für unsere heutige Theorie gehen wir einfach davon aus, dass Scar im ersten Teil einen Sohn hat, der ungefähr gleich alt ist wie Simba. Und da ich hierfür keinen eigenen Charakter erfinden wollte, machen wir es uns ganz einfach und nehmen hier einfach Kovu. Also, das bedeutet für uns, dass Sira zu dieser Zeit schon am Königsfelsen lebt und mit Scar zusammen ist. Die beiden haben einen Sohn namens Kovu. Dieser ist in unserer Theorie ungefähr gleich alt wie Simba. Und vom Charakter her könnt ihr ihn euch ungefähr so vorstellen wie Ronno in Bambi 2. Also angeberisch und ungut. Simba und Nala würden ihn dementsprechend nicht unbedingt mögen. Grundsätzlich würde sich an der Story natürlich nichts ändern. Scar möchte Simba und Mufasa nach wie vor töten. Er versucht das Ganze mit dem Elefantenfriedhof, wie wir es im Film kennen, das Ganze geht schief, daraufhin singt er "Seid bereit" und lockt Simba am nächsten Tag in die Schlucht, wo er Mufasa dann erfolgreich töten kann und Simba vertreiben kann. Also bis hierher würde sich grundsätzlich nichts ändern. Und während Simba auf Timon und Pumba trifft und im Dschungel chillt, geht das geweihte Land komplett unter. Also wie ihr seht, würde sich auch hier nicht wirklich viel ändern. Scar würde die Hyänen nach wie vor ins geweihte Land lassen und das geweihte Land würde nach der Zeit einfach aussterben. Allerdings würde Kovu jetzt auch in der Story vorkommen. Scar und Sira würden ihn ausbilden und so wäre er nicht nur hinterlistig und schlau wie Scar, sondern auch ziemlich stark. Und um die Story noch etwas dramatischer zu gestalten, gehen wir jetzt einfach davon aus, dass Meto in dieser Geschichte auch existiert. Nochmal kurz zur Aufklärung, Meto ist der kleine Bruder von Nala und sollte eigentlich im ersten Teil vorkommen. Er wurde allerdings wieder rausgenommen. Wenn ihr mehr über Meto erfahren wollt, könnt ihr oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr ein Video von mir dazu. Also, in unserer Theorie gibt es jetzt einen kleinen Zeitsprung und Kovu wäre schon so ziemlich erwachsen. Er würde sich so langsam auf die Suche nach einer Partnerin machen. Er würde sich hier für Nala entscheiden, weil die beiden auch ungefähr gleich alt sind und... ja, ich meine, warum auch nicht? Allerdings hat Nala nicht wirklich Bock auf ihn und würde ihn abweisen. Das könnte er aber nicht einfach so auf sich sitzen lassen und würde sie bedrohen. Er würde ihr drohen, dass ihr Meto etwas Schlimmes antun würde, wenn sie nicht seine Partnerin werden würde. Das Ganze würde Nala jetzt ziemlich wütend machen. Sie würde auch hier nach wie vor nicht annehmen, aber jetzt noch mehr auf Meto aufpassen. Das würde bedeuten, dass die Hyänen hin und wieder versuchen würden, Meto zu töten, allerdings ist Nala dann immer zur Stelle und beschützt ihn. Bis auf ein einziges Mal. Wir gehen davon aus, dass Nala zu diesem Zeitpunkt bei der Jagd war und Kovu diesen Moment nutzte, um Meto zu töten. Als Nala dann zurückkommt und davon erfährt, wäre sie traurig, wütend, niedergeschlagen und verzweifelt zugleich. Sie wüsste einfach nicht, was sie jetzt noch tun soll. Sie ist nicht stark genug, um sich Kovu und Scar zu stellen. Dementsprechend handelt sie, wie wir es in den Filmen auch kennen. Sie würde weglaufen und um Hilfe suchen. Sie würde, wie im Film auch, früher oder später in den Dschungel kommen und auf Simba stoßen. Hier wird es auch wieder ziemlich ähnlich laufen wie im Film. Ein bisschen Liebe hier, ein bisschen Liebe da. Allerdings würde Simba am Schluss trotzdem nicht zum Königsfelsen zurückkehren wollen. Möglicherweise würde Nala dann ins Spiel bringen, dass Kovu ihren Bruder getötet hat. Und Simba würde sich vielleicht auch hier schon entscheiden, mit Nala zurückzukehren. Auch hier wird es wieder gleich laufen wie im Film. Er würde genau zu dem Zeitpunkt zum Königsfelsen zurückkommen, als Scar seine Auseinandersetzung mit Sarabi hat. Simba würde dazwischen gehen, Scar würde ihm die Schuld am Tod von Mufasa geben, bis Scar schlussendlich dann zugibt, dass er für den Tod von Mufasa verantwortlich ist. So entsteht wieder ein Kampf zwischen den Hyänen und den Löwen. Allerdings mit dem Nachteil für Team Simba, dass auf Scars Seite noch immer Kovu ist. Diese wurde ja ausgebildet und ist dementsprechend auch etwas stärker. Ich könnte mir also schon vorstellen, dass das Simbas Team dann schon etwas zerlegen würde. Schlussendlich würde Simba Scar auf der Spitze des Königsfelsens stellen und es würde dort einen kleinen Kampf geben. Kovu würde aber dann dazukommen und Simba hätte damit schon verloren. Dementsprechend hätte diese Theorie leider kein Happy End. Es würde Kovu und Scar gelingen, Simba zu töten und die anderen Löwen müssten sich ergeben. Jetzt wäre Nala entweder dazu gezwungen, seine Partnerin zu werden oder er würde sie einfach töten. Das Ganze hätte natürlich fatale Auswirkungen auf Teil 2 und die Serie Die Garde der Löwen. Ich persönlich gehe nämlich auch davon aus, dass Simba und Nala bei dem Lied Kann es wirklich Liebe sein schon ihren Spaß hatten, wenn ihr versteht, was ich meine. Das würde wiederum bedeuten, dass Kiara oder Cooper, je nachdem an welche Theorie man glaubt, dort entstanden sein müssen.
Das heißt, sollte Kovu Nala nicht töten, könnte Nala immer noch weglaufen und ihr Kind alleine großziehen. Denn würde sie im Königsfelsen bleiben, würde es vermutlich getötet werden. Aber was ist eure Meinung zu dem Thema? Glaubt ihr, das Ganze wäre möglich gewesen oder glaubt ihr, dass Simba den Kampf gegen Kovu in so einem Fall gewonnen hätte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Bis dann!